Gott und herzlich willkommen zu Nikolaus und Krampus-Folge von Flasche. Die braven Kinder bekommen vom Nikolaus was und die Bösen werden vom Krampus mitgenommen. In unserem Fall bekommen sogar die Bösen was. Mhm. Wir verwenden diese Folge, um Ihnen Geschenksvorschläge zu machen. Das werden wir noch ein paar Mal machen vor Weihnachten. Ja. Ganz tolle Geschenke, wie wir glauben. Große Geschenke. Der Nikolaus bringt den Liebesgott Cupido, Amor, Cupido, Eros. Und klischeehafterweise bringt der Krampus natürlich den Wolf. Wir reden vom Weingut Heinrich und vom Weingut Grutzler und von ganz großen Weinen dieser beiden Weingüter. Einmal vom berühmten Peerwolf, in dem Fall 2010. Und Cupido, Jahrgang 2009. Es handelt sich bei beiden Weinen um Blaufränkisch. Mhm. In allerhöchster Güte. Mhm. Also das ist jetzt wirklich top of the top, das Beste der jeweiligen Weingüter. Wie das schmeckt und ob sich das auszahlt für Sie, das unter den Christbaum zu legen, wird Ihnen jetzt gleich Nikolaus und Krampus sagen. Aber der Leichtigkeit halber erlöse ich mich davon. Sie werden es vielleicht eh schon bemerkt haben, es ist nicht echt gewesen. So, kosten wir das. Gleich mal das Jüngere, den Beerwolf. Mhm. Der Beerwolf ist erstaunlicherweise aus dem Jahr 2010 und schon gefüllt. 2010, das kühlste Jahr der 2000er Jahre. Sehr würziger, eigentümlicher Wein. Wild, ein bisschen so wie dieser furchteinflößende Krampus da neben mir. Passt zu einem wunderbaren Hörnl. Genau. Hängt der Bart zwischen den Zähnen. Auf den Zähnen. Wunderschönes Tanningerüst. Schöne Säure. Ein bisschen schlankerer Wein, als man das vielleicht gewöhnt ist von Jahren wie 2009. Aber ein absoluter Spitzenklasse-Wein. Mhm. Absolut. Jetzt haben Sie gerade gehört, Tannin und Säure, also keine Angst, ist kein Belzebub. Ganz im Gegenteil. Wahnsinnig genau in seiner Aussage, durchaus auch sehr interessant in der Frucht, ist das typisch Eisenberg. Ich finde schon. Also ich glaube, gerade in der Nase, wenn man den Geruch einmal in der Nase hat, dann wird man den aus 1000 Weinen herauskennen. Das ist Südburgenland. Der Burgenländer kennt ihn aus 1000 Weinen heraus. Ja. Ein wunderschöner Wein, den man am besten heuer schenkt und dann in 10 Jahren dann genau zu Weihnachten trinkt. Im Keller wieder findet und dann aufmacht. Ich meine, er geht jetzt auch schon recht gut, aber ich glaube, der hat sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, der Jahrgang 2010 wird uns sehr viel Freude machen in Zukunft. Ja, das andere. Das andere ist Cupido. Erzählen Sie. Reinsortiger Blaufränkisch war relativ lang in neuem Holz, denke ich einmal. Vom Weingut Heinrich aus Deutschkreuz. Ja, also Mittelburgenland. Mittelburgenland. Der unterscheidet sich jetzt ganz deutlich in der Nase vom Herrn Grutzler. Da ist jetzt so die dunkle Beerenfrucht. Mhm. Eindeutig gedeckter in der Nase. Er ist auch farblich deutlich gedeckter. Das ist sicher alles, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich der zugänglichere Wein, sage ich mal. Der ist ein breiter verständlich vielleicht als der Beerwolf. Das ist mehr Weihnachten, der Wein, gell? Ja, also breiter verständlich wahrscheinlich, das ist so ein bisschen. Ist auch sehr würzig. Hat, ihr wisst, ein bisschen so Linen oder so Zimt. was. Ja, Gewürzbasar ein bisschen. Genau. Das ist sicher auch teilweise das neue Holz. So ein bisschen die Stimmung von warme Küche, Kekse backen. Ja. Ja. Bleibt ziemlich lange haften am Gaumen, oder? Allerdings, ja, oder ziemlich lange. Es wird Ihnen auch die ganzen Weihnachtsfeiertage nicht kalt nach diesen Weinen. Ja, wunderbar. Für unsere Weihnachtsempfehlungen hat der Frank eine olympische Disziplin entwickelt. Wir haben den Weihnachtsochser entwickelt. Sie kennen das sicher, wenn Sie irgendwo Weine trinken zu Weihnachten und dann gibt es immer ganz viel Essen und so. Und mit
dass solche Weine mit Essen, normalen Essen, guten Essen mitkönnen, das wissen wir ja alle. Aber zu Weihnachten werden wir ja alle gefüttert mit Keksen und Ähnlichem. Und da gibt es zwei ganz, ganz schlimme Dinge für Weine. Und das ist der önologische Weihnachtsochser, nämlich Getzenbrot und Vanillekipferl. Ja, geht sie aus. Tut zwar ein bisschen weh, aber geht sie aus. Ja, also das Gelsenbrot hat gegen den Wein keine Chance. Also das Gelsenbrot verliert auf jeden Fall mal gegen einen Werwolf. So viel kann ich versprechen. Dann schauen wir, wie das mit dem Cookie läuft. Die Vanillekipferl tun sie mit dem Cookie da weit besser. Okay. Funktionieren jetzt mit beiden, aber das breite Kuppi da mit den Vanillekipferl. Also, der schwemmt das Gläzenbrot auch hinunter, wenngleich nicht so rasant wie der Bärwolf. Also, da kann das Gläzenbrot ein bisschen besser mit. Jetzt ist die Frage, ob man das will oder nicht. Also, eine Speiseempfehlung würde ich für das beides wahrscheinlich nicht abgeben, oder? Natürlich nicht, aber das ist die Idee des Weihnachtsochsers. Ja. Wenn der Wein das ab kann, dann kann er alles andere auch. Bestanden Homsen. Absolut bestanden. Wir freuen uns auf jeden Fall über diese zwei Weine, die uns von den Weingütern zur Verfügung gestellt worden sind. Vielen Dank. Ihnen kann ich nur raten, kaufen Sie beide Weine, den Bärwolf noch ein paar Jahre liegen lassen, den Cupido die erste Flasche gleich antrinken und die nächsten fünf Flaschen dann über die nächsten 10 Jahre. Gut, in diesem Sinn wünschen wir Prost und freuen uns auf die nächste Weihnachtsfolge. Okay.